so schwerer bis jetzt. Das ist das Schwerste, was ich bis jetzt gefahren bin heute. Sind die Reifen noch immer kalt? Ist das normal? Deswegen habe ich hier gemeint vom Setup. Ich kann immer nur das Auto testen vom Standard-Setup. Und der Scheiß ist weg damit. Ich wollte eigentlich auch diese Woche eine Street Fighter testen. Street Fighter 6 ist, kann man kostenlos testen. Also ist Beta halt. Ja, jetzt ist das Handy ausgegangen, na klar. Sicher. Ich hab das Always Alive nicht an. Ja, okay. Appreciate. Dass es enger wird. Ja, glaub schon. Es verhält sich auch jedes Auto komplett anders. Je nach nach direkten Abschnitt. Auch. Oh, schönes Karussell, da sehe ich gerade im echten Nürburgring. Schön leuchtend, schon so ein bisschen dunkel. Irgendwie finde ich hier, soll ich hier mehr Force Feedback drauf geben vielleicht? Ist schon okay, ich spüre alles, aber ich kann auch easy dagegen drücken. Dann schauen wir mal jetzt mal hier wird es wieder wild. Mal gucken, ob es hier. Hier ist er eigentlich okay, aber hier ist er auch, heftig. Nicht immer durch sein Gerät durchschauen, das ist auch zu tief, ne? Ich habe es links am Rig befestigt, das Teil jetzt. So komisch 300 mal gebogen. Mal schauen, das in Ruhe machen. Dann vielleicht die App mal drauf tun, wie der Chat in der App aussieht. Jetzt ist das irgendwas Gefährliches, kommt danach. Weil nach diesem Scheiß habe ich mir gemerkt, was Gefährliches kommt dann. Hier dieses enge Teil. Das wirkt so langsam mit dem Auto gar nicht so eng. Genau, zwischen diesen zwei Dingern, diesen Graffitis, ist diese enge Kurve da.
und so ein bisschen Pups am Lenker. Dezent, dezent, aber fühlt sich schon gut an. Ja, 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 jetzt Ende, jetzt Ende, jetzt Ende, 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 Ende. Ja, ich weiß schon wieder. Oh, macht nichts. Das Auto ist echt beschissen zu fahren. Aber kurz schauen wegen Force Feedback. Ich hab's auf, hier ist auf 100, ich mach mal 105. Ah, da bist du ja wieder. Ich weiß halt nicht, wann die kommt, Olli. Ich weiß nicht, wann die kommt. Ich habe mir jetzt gemerkt, zwischen zwei Graffitis ist die Scheiße hoch, rechts hoch und dann links. Ich weiß halt nicht, wann die kommt. Weißt du, was meine Abneigung oder was meine Abneigung gegen diese Strecke verstärkt hat oder generell? Ist mir vorhin eingefallen. Die ist jetzt eh nicht mehr da, aber warum sie so da war. Nee, das Länge ist eigentlich egal. Ich glaube wegen Gran Turismo. Bei Gran Turismo fährt man immer mal so Abschnitte. So immer mal hier ein bisschen, da ein bisschen. Und da muss man auch bei einem Führerschein muss man auch immer wieder fahren. Und das war das Nervigste überhaupt, Nordschleife irgendwie immer. Dann konnte ich auch im Kopf nie zusammenrechnen, was wo ist. Also das ist unmöglich mit dem Auto. Das ist das schlimmste Auto, was ich jetzt gefahren bin. Und dann bin ich Gran Turismo, keine Ahnung, 3, 4, 5 alles gefahren, immer wieder mal ein bisschen Nordschleife. Dann mal den Anfang, mal das Ende, immer wieder bei dem komischen Lizenzdinger da. Was ist denn das für eine Scheiße? Irgendwie hat sich das dann so negativ in meinem Kopf eingeprägt. Ich weiß noch nicht wegen. Warte mal kurz. Ich muss die Temperatur mal. Also ich muss diese Reifen drücken. Das ist echt schlecht. Haben wir hier vorne 2 und hinten 1. Schwächer. Das hat irgendwie so geprägt die ganze Zeit über, weißt du? Wenn ich hier kacke, dann muss ich da nochmal probieren, da nochmal probieren. Dann irgendwie. Ich weiß nicht, wo ich denn noch gefahren bin. Gab's denn die noch? Ein R-Faktor früher, glaube ich. Weiß nicht, ob es das schon gab. Bin auch R-Faktor da gefahren ein bisschen. Also nicht irgendwo. Also Gran Turismo, glaube ich. Forza, glaube ich, gab es nie. Ne? Irgendwie wurde ich negativ geprägt, was das angeht. Ich habe runtergeschaltet. Also das Auto ist, ich meine, das Auto ist echt schwer, oder zu kontrollieren. Also, da war ich einfach zu tief im Gang und habe blockiert, klar. Aber die Reifen, die sind doch immer kalt. Jetzt geht's ja ein bisschen. Handyhalterung echt irgendwie ans Lenker dann zu schrauben. Nur kalt die Reifen, Alter. Beim Bremsen werden sie ein bisschen warm, aber wie krass sie denn abkühlen. Ich glaube, ich habe eigentlich fast alle Autos getestet. Ich kam mit jedem klar. Nur mit dem, also wenn ich entspannt, gemütlich war, okay. Aber ich will ja nicht, ich will ja schon so ein bisschen auch an die Grenze gehen oder so probieren. Ich kann ja auch ganz normal fahren mit dem zweiten Gang die ganze Strecke. Das Auto ist echt komisch.
es dauert noch ein bisschen. Hier ist auch schwer mit voll zu nehmen. Geht schon, aber es ist halt riskant. Und die kann ich auch nicht voll nehmen. Die nächste, also die Linkskurve oben. Ich bin da schon geflogen. Kein Grip mit dem Ding, kein Grip. Schau mal an, die Reifen komplett kalt. Fünfter Gang, langsam. Ist das normal, dass die Reifen so abkühlen? So krass? Für mich schon wieder Toto Wolff. Ich verstehe die Reifen nicht. Jedes Jahr andere Reifen. Ich verstehe die einfach nicht, die Reifen. Wir müssen erstmal noch ein bisschen fahren, die Strecke, und dann müssen wir schauen, wie die Reifen hier so sind. Vielleicht einfach das irgendwas mit Setup falsch bei dem Auto. Weil die anderen haben ja auch funktioniert. Genau. Stell dir vor, das wäre das erste Auto, was ich probiert hätte. Ich hätte die Nordschleife weggeschmissen, gelöscht. Jetzt habe ich ja schon ein bisschen XP von den anderen und weiß ja ungefähr, wo die wilden Kurven sind, wie hier. Stell mal vor, ich hätte mit dem angefangen. Das wäre heute ein Coaster-Stream gewesen. Direkt kein Bock, ohne Scheiß. So habe ich mir das vorgestellt, dass das so beschissen läuft. Enger geht zu. Vorne immer kalt? Keine Ahnung, ich weiß ja nicht genau, wie das ist, aber schon mal. Total kalt. Ich habe halt nie so genau drauf geachtet mit bei anderen Autos. Vielleicht ist es halt so, keine Ahnung. Fühlt sich alles ab auf eine Geraden und dann bremst du und dann wird es wärmer. Dann drücken auf die Reifen, zumindest auf die Vorderreifen. Sind wir schon bei dem Teil oder was? Boah, aber ich hab trotzdem, ich kann hier nicht durch, ich hab trotzdem keinen Grip. Ich muss hier ein bisschen langsamer lassen. Der Gang war auch der falsche, oder? Fünfter war irgendwie doch nicht gut. Was passiert jetzt hier? Das ist dieses links-rechts, das Enge. Und dann kommt jetzt wieder... Kommt jetzt wieder Graffiti oder was? Oder war das das andere mit der Enge? Zwischen zwei Graffitis, wann kommt das? Es kommt noch. Das ist similar zu der anderen Seite. Das ist ein Graffiti.
Und dann kommt was Fieses, dann kommt wieder Graffiti. Genau, jetzt kommt was Fieses irgendwie, ich mir gemerkt. Ist das fies? Ja, das ist fies, oder was? Und dann kommt gleich wieder Graffiti. Was war jetzt so fies daran? Davor war das, vor dem Graffiti. Das hier ist auch noch wild, wenn du so schnell fährst. Der Graffiti. Dann war es das, genau. Okay, da kommt doch zweimal Graffiti, irgendwas. Okay, okay. Das war das. Ist das meine Kurve? Oder ist die da vorne? Das ist die. Das ist die, das ist die, das ist die. Kommt gleich, okay, okay. Das war jetzt die, gell? Die zweite rechts, wo es ein bisschen mehr bergab als vorher ging. Boah, wie soll ich mir das merken, Alter? Fuck. Mit nach diesem langen Graffiti, die zweite rechts, ich dachte schon die erste. Das ist wieder Graffiti. Aber die Reifen, ne? Always blue. I'm blue, da ba di da ba di. Ich weiß nicht, kühlen die Reifen immer so ab bei so Geraden? Ja, schon, oder? Ich muss jetzt schauen, ich glaube, ich krieg mir dann bei die erste. Das ist echt schon wirklich viel. Guck mal an, komplett kalt. Die geht ja noch, aber die erste, kriege ich die noch? Immer noch kalt. Krass. Komplett kalt, Alter. Muss doch irgendwie auf mir fliegen. Also mehr Downforce machen können, oder? Die Flügel dann tiefer? So. Weil ich muss ein bisschen mehr Druck auf die Reifen auch kriegen. Ich weiß nicht genau. Ich fahre jetzt da nicht ganz so vorsichtig, aber auch nicht zu risikoreich, weil sie das halt ausbrechen kann, das Ding hier. Hier würde ich auch ganz anders mich reinschmeißen in der Kurve. Ja. Jetzt teilweise fast gerade ausfahren hier. Aber nicht mit dem. So, jetzt fängt der Spaß an hier. Oder er hört gleich auf. Mal schauen.
bin wieder frei. Dunkel schon bei denen, ne? Da sind schon ein paar Reifenspuren. Ich nehme mit dem bestimmt keine Curbs. Das ist ja so schon ein empfindliches Auto. Das rutscht schon beim gerade Ausfahren, das Ding. Anmachen, geht alle 10 Minuten aus. Ich muss das Stay Alive anmachen. Was ist jetzt hier mit dem Engländer wieder? Arschlochkurve hier. Und jetzt ist das mit dem. Es müsste bald die rechte, die linke, wo es eng wird. In ihrem Kopf ganz durcheinander, Leute. So langsam das Ding. Jetzt ist das enge, genau. Das ist so langsam das Ding, dass ich denke, ich bin schon weiter. Nochmal das gleiche, aber nicht so schlimm. Dafür kommt es dann links, ne, rechts hoch, glaube ich, kommt es dann. Ist auch nicht so tragisch. Das andere rechts hoch ist schlimmer, aber dafür kommt jetzt irgendeine komische links. Die, wo ich oft rausgerutscht bin. Ja, hier irgendwie. War das die? Nicht so schnell, dass ich nicht rausrutsche? Ne. Aber das ist die rechts jetzt hier. Doch, das ist die. Okay, nach dem Ding hoch. Die links ist okay, aber die rechts hoch. Ich kann nicht so bremsen müssen. Stück hier, wo es so lang ist. Ich vergesse immer, dass das jetzt kommt. Das ist einfach dieser fast Vollgasanteil. Ich weiß erst, wenn ich drauf bin, dass er kommt. Hier Force Feedback auf 111 oder 115%, glaube ich. Oder 110, ich weiß gar nicht. Bei dem einen Peugeot, den ich am Anfang gefahren bin, habe ich glaube ich auf 150 hoch, weil es zwar echt sehr schwach war. Da habe ich oft zu stressig gelenkt. Links, rechts, dann hat sich immer geschleudert.
das war das, wo ich mir gemerkt habe. Kommt Graffiti wieder? Und wie ist das rechts hoch jetzt hier? Das nochmal so links, rechts, glaube ich, und dann wieder Graffiti, ne? Ja, wieder Graffiti und dann kommt das Ganze nochmal. Ist das meine Kurve hier? Die verleitet so zum Gas geben. Ich glaube, das war die. Ey, die verleitet so zum Gas geben, Alter. Und dann kommt nochmal Graffiti. Sie sieht optisch aus, als ob sie voll aufgeht. Aber die geht komplett zu rechts. Die geht so runter, so Wahnsinn. Das habe ich jetzt realisiert, warum ich da immer Gas. Ich fahre einen Berg runter und gebe voll Gas. Weil das lädt so ein, da Gas zu geben. Das war die Arschlochkurve eben. Aber ich habe gar keinen anderen Gang mehr. Mal gucken, ob ich es auch so intelligent jetzt hinkriege nochmal. Oder riskiere ich nicht so viel. Ich habe vorhin sehr spät gebremst, habe Gas losgelassen und habe erst bei der zweiten und fünften geschaltet. Beim rechts ging erst. Hier Gas losgelassen. Hier gebremst. Es entscheidet halt über Sieg oder Niederlage, ob ich die Zeit kriege oder nicht. Kriege ich ein nächstes Auto mit der Zeit? Wenn es ein Scheiß-Attempt war? Hab's, ist gespeichert. Ist gespeichert. Ach du Scheiße, ey. So war wild mit dem. Den muss ich so zusammenreißen. Nächstes Auto geschafft. Wahnsinn. Was ist der Sprit genau? Ist da rechts irgendwo stehen? Wasser nicht warm draußen, aber ich habe das nicht so wahrgenommen. Ich habe den Null aufgemacht heute. Hatte ich ein bisschen Schiss wegen den Gräsern und der Allergie. Komplett alles dicht hier. Nur mal, als ich scheißen war, kurz das Klo gelüftet. Just saying. Da habe ich mich doch an die Scheiße gewöhnt. Ich hatte versucht, so ein Toyota CR86 zu bekommen. Also was heißt zu bekommen? Ich habe ihn ja runtergeladen, gab ihn ja for free. Aber das war ganz und gar nichts. Dave hat den auch mal kurz Test gefahren.
Das war halt ganz und gar nichts. Das ist so wie in Iratzing, das brauche ich einen anderen. Nee, kein guter Mod. War echt sehr, sehr komisch. Vielleicht finde ich einen anderen oder mit meiner jetzigen Erfahrung kann ich nochmal kurz fahren. Ich habe den ja, glaube ich, noch. Weil es ist oft so, ich fahre ein Auto, finde es scheiße. Dann fahre ich 20 andere Autos und dann fahre ich das und denke mir, okay, so scheiße war das gar nicht. Und ich finde es auch okay, jetzt mit verschiedenen Autos die Strecke zu lernen. Dann lerne ich sie auch aus verschiedenen Perspektiven irgendwie. So bleibt es auch für mich spannend irgendwie. Und dass ich mit dem, wo ich das schlechteste Gefühl habe, nochmal eine Ehrenrunde drehe, egal. Ich habe meine Zeit, jetzt kann ich ein bisschen probieren. Ein bisschen mehr. Auch wenn ich gleich bestimmt wieder vergesse, wo ich bin. Aber es gibt schon starke Mods. Gibt sehr, sehr viele Leute, die auf Patreon was machen. Und auch dieses URD, United Race Department, oder RSS, Race Simul... Weiß nicht, wie heißen die? Die habe ich ja sowieso offen. Race Sim Studio oder sowas, keine Ahnung. Die sind schon sehr gut. Okay, genau. Also URD und RSS. Von da habe ich mir auch immer Sachen geholt. Also da habe ich so ein bisschen was dagelassen, sage ich mal. Es gibt auch for free Sachen, aber die neuesten sind halt dann kosten ein bisschen was. Gab auch wirklich im Angebot hieß dann 0. Und dann gibt es bei dem RSS gibt es meistens das Jahr davor halt günstiger. Und wenn du das Jahr davor hast, kriegst du das Jahr, also kriegst du es noch günstiger irgendwie. Aber ich habe mir das nicht geholt. Ich habe mir nur das Formel 1 Ding und diesen Peugeot da geholt. Riskiere ich es mal, das ist ja egal jetzt. Diese Dinge ein bisschen lupfen vielleicht. Wenn ich mehr gelenkt hätte, hätte ich gerutscht. Es geht nicht. Aber passt, ich habe meine Runde, alles gut. Wenn ich mehr gelenkt hätte, nur ein bisschen mehr, sofort wäre ich gedriftet, wäre ich auch rein. Okay. Noch ein Downshift, oder? Und trotzdem Gas weg, ne? Echt? Auf die Bremse, okay. So, dann habe ich ein paar Zeiten hier. Cool. Cool, cool, cool. Aber es ist nicht schön zu fahren, das Auto. Es ist, also, da muss man irgendwas mit diesem blöden Dings da machen. Mit dem Setup. Weiß nicht, ich akzeptiere das halt nicht so wirklich, dass... Ich meine, ich fahre GT4, ich habe ganz viele GT4s auch. Und die fahren sich um einiges besser. Um einiges besser. Ich fahre mal den hier, das ist ein bisschen ein veränderter. Das ist etwas stärker gemacht, glaube ich. Du hast mir die Sicht vorher nicht gefallen, deswegen habe ich es mal gelassen. Auf 10-20%. Mal kurz Stay Alive anmachen. So, dann geht das Display nie wieder aus. Zack. Hier.
Das hier. Das ist, also... Keep racing! Das ist die Standardeinstellung. Oh Mann, ey. Kannst du nicht ausdenken. Was die mit einem machen hier. Warum? Wie kann man nur? Dann habe ich das halt so hingebastelt, aber das sieht so scheiße aus mit diesem Teil. Ist auch nicht. Ich muss kurz das ändern hier. Ich weiß auch nicht. Das macht's ja nicht besser. Ich wollte halt das Display haben. Keine Ahnung. Jetzt ist halt nicht so groß, jetzt schaut nicht so ganz ekelhaft aus. Aber ist komisch vom Cockpit so. Das brauche ich eigentlich gar nicht, aber ich habe es einfach hier hingetan. Weiß nicht. Komisches Ding, sag ich dir. Aber eigentlich gut zu fahren. Bin vorhin mal kurz schon gefahren hier. Das Lenkrad aber da. Das ist irgendwie so ein aufgemotzter GT4. Ich müsste doch noch ein bisschen nach oben die Neigung, glaube ich. So mehr nach Zacken. Ein bisschen nach oben noch. Nochmal. So sehe ich ja noch das. Ja, ich muss aber so. So. Das Ding ist ja total kacke. Das habe ich hier doch noch zu tief. Mal schauen, ob ich die Straße sehe. Die Reifen auch kalt. Das scheint ganz normal. Aber stabil. Mit der Lautstärke. Nicht zu leise. Ja. Zu viel gelenkt. Was ist denn mit den Reifen? Ist das ein Anzeigebug oder was? Mit denen. Hä? Muss ich mal ein bisschen hier Donuts machen oder was? Die haben's aber echt kühl. 22 und 23 PSI. Das ist glaube ich ein Anzeigebug, oder? Ich habe mehr Grip als mit dem anderen. Gönnt sich ein Eis, die Reifen. Das muss ein Anzeigebug sein, irgendwie. Irgendwas vergessen dazu zu kopieren oder so bei der Mod. Ich schau mal, wie ich hier fahren kann und das, ich habe Grip. Nur wie kriege ich das hin, dass ich das anders sehe? Bisschen gekippt. Down ist dieses Gran Turismo-Kackding da. Im Weg.
Jetzt schau mal, links vorne, 24 PSI. Oha, die leben. Was passiert? Sehe ich wieder nichts. Oh Gott, ich sehe da grün. Bin ich umgestiegen an das Auto oder was? Ja, das war das wilde Bremsen gerade. Aber was für Grip hätte ich denn, wenn die wirklich richtig Temperatur haben? Aber das Formel 1 Auto dann. Schiss, immer in die Bande da rein zu. Boah, aber das ist ja hier Eise. Das ist das einzig Wilde hier. Jo, wir haben vorne grün, vorne links. Imagine. Das ist die Kacke-Kurve? Nee, oder? Ja, ich hätte einfach nur normal weiterfahren können. Ich hätte gar nicht schalten müssen. Aber passt schon. Alles gut. Ich muss ja die Reifen irgendwann mal hier warm kriegen. Ich wollte einmal probieren, aber ging schief. Wegen dem links-rechts. Du kannst nicht so schnell Gewicht verlagern. Irgendwie. Ja, ja, langsam wird die linke Seite warm, nur weil ich da geslidet bin. Ich muss mit dem echt driften, dann geht's. Schauen wir mal, ob wir das... Ich glaube, das ist der Teil, wo ich vorher mit dem anderen so... War das nicht hier? Jo. Okay. Komplett blaue Reifen, aber Ultra Grip. Aber ich habe zum Glück runtergeschaltet. Ich habe von einem anderen gehabt gelernt, von einem anderen Auto. Ich glaube, die haben das Auto von Gran Turismo 7 genommen hier. Oder irgendein Gran Turismo halt. Okay, Reifen sind verloren. Komplett kalt wieder. Wir haben sie verloren. Er ist tot, Jim. Oh, was ein Schlag das gegeben hat gerade. Oh, oh nein, 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 heck, 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 heck. Oh. Wow. Zu schnell war ich und zu schnell links, rechts. Zu schnell Gewichtsverlagerung. Oh, hier, ja, aber auch jetzt, komm. Boah. Jetzt probiere ich aber ans Limit zu gehen.
Scheiß links hier. Genau, hier, die geht zu. Ja, genau, genau. Ich weiß. Nicht, darf ich nicht, aber ich wollte mal probieren hier. Ich check das mit der Reife nicht. Ich check das nicht, Alter. Was ist mit denen? Was macht man denn da? Kenne mich da nicht aus. Einfach Reifendruck weniger oder was? Und wie kriege ich das hin, dass ich da mehr sehe? Bin ja voll. So. Ich fahre mit dem so. Ich sehe ja hier nichts. Wie komme ich dadurch, dass das Ding ein bisschen geschmeidiger ist? Ja, gut. Sehe ich zumindest was. Fertig. Oh. Motorhaubencam. Muss ja auch nicht so blöd da wackeln, dass ich ihn irgendwie. Ja, deswegen, ich habe die noch ein bisschen. Ich habe noch ein bisschen näher ran gezoomt, damit es nicht immer außen angeht. Oh Mann. Downshift Protection. ganze Runde Formation Level Nordschleife. 20 Kilometer jetzt hier. Mich jetzt sondern an die Downshift Protection von nie abholen. Jawohl. Ich brauche halt mal eine andere Kurve. Genau, rechts hier. Scheibe da oben. Echt wild, ja. Versuch nur die Reifen warm zu kriegen. Das gibt's doch gar nicht. Fast hat es mich gedreht. Boah, das war jetzt fast Stall. Ich weiß nicht, wie man es im Auto nennt, aber beim Flugzeug ist es Stall hier. Das Mann ist, also das ist wild hier. Oh Mann, ey, das Auto hier. Jetzt, wir haben grün.
Mal schauen, wie lang. Aber so hier links, rechts. Oh. Hier links, rechts. Geht, geht, geht. Jetzt kommt wieder eine Links-Rechts-Kurve. Die blühen richtig auf. Die Ampel wird grün. Oh Mann. Hey, hinten links, verdammt. Scheiße, ist vorbei. Ich brauche andere. Doch. Wow, 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 wow. Doch, geht, geht, geht. Jawohl. Hab ich wieder aufgewärmt. Geht dritter? Oder ist zu eng? Na, oh, zu schnell. Doch zu schnell. Nee, nee, nicht riskieren, komm. Ach, das ist gar nicht die links, Mann. Ach, das ist die nächste links. Aber das ist die rechts auf jeden Fall, die blöde. Die dann so hoch geht. Genau, genau, genau. Die ist rutschig. Das ist so dunkel hier. Siehst da nichts. Jetzt wieder arschkalt. Ich hab vergessen, wir sind in dieser Sektor jetzt wieder. Ist wieder hell. Bleibt Fünfter, glaube ich, oder? Kurzen Sechsten? Ne, Fünfter passt. Hätte ich gar nicht machen müssen, so viel. War vorher besser. Ich dachte, wir wären schon hier, habe ich verpeilt. Jetzt müssen aber die vorne links doch warm werden, oder hier? Nee. Ich hab die mal warm gehabt, das kannst du dir nicht vorstellen. Der Körper rechts. Jawohl, ich habe die grün geschafft. Das war Absicht. Juhu. Das ist eine wilde Reise hier. Mit dem Auto.
Meine Endgegnerkurve. Ich hab mich daran erinnert. Also schon fast zu spät.